Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge FIFA 24 Karriere. Ja, wir müssen wieder rotieren, wie immer, weil unsere Leute platt sind. Ja, man hält es fast nicht aus. Hauptsache eine Woche Ruhe und immer noch kaputt. Das ist die Elite. Nein, ich habe es jetzt, wie gesagt, mal ja, wie in der letzten Folge gesehen, umgestellt. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass sie so schnell platt sind und so lange. Ob man das immer so einstellen muss, das kann ich gar nicht sagen. Und dann würde ich sagen, es sind nur 2 Punkte hinter dem zweiten. Wir sind Dritter, ne? Und dann müssen wir jetzt gegen Aue ran. Die sind Elfter oder Zwölfter gewesen. Ja. Und das wollen wir natürlich besser Es ist machen, ne? eigentlich klar, wen wir hier heute besonders im Auge behalten werden. Schlägt der Topscorer heute wieder zu? Das ist die große Frage. Es regnet, liebe Zuschauer. Das Wetter spielt nicht so richtig Wir mit. lassen Und es heute trotzdem mal hier herzlich auch willkommen zu dieser Partie. ausgeglichen. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Weil Marc vielleicht liegt es Fußmann. auch daran, dass Wir die dann zu sind die viele laufen. Ich weiß gar Kommentatoren nicht. dieser Partie. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Ich bin sicher, das verspricht einiges. Denn das ist ja auf jeden Fall ein wirklich reizvolles Duell zwischen diesen beiden Clubs. Interessante Geschichte hier, Wolf. Es kann losgehen und wir freuen uns auf eine reizvolle Boah, Begegnung. jetzt passt der nach hinten. Den hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Interaktion, gut geklärt. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Oh, das hier wäre jetzt schon die erste Chance gewesen. Dribbling geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Schon mal schöne Aktion von Christoph, aber wir Die gewinnen ja auch Gastgeber sind über die bisherige Saison wie gesehen die immer keine Mannschaft mit den Kopfbälle mehr. meisten Toren. Die Offensive ist ihre große Stärke, Wolf. Ist der beste Sturm. Das will ja was heißen. Sie haben einfach die Leute, die dieses Konzept, dieses Offensivkonzept perfekt umsetzen können. Die Treffsicherheit ist da. Der Ball läuft immer wieder perfekt. Nein, Ah, aber jetzt bekommen abseits. Sie erstmal die Oh. Chance. Abgepfiffen. Abseits. So eine Scheiße. Aue mit der Balleroberung. Geh Was doch für eine hin. Chance! Ah, das war nicht einfach. Gute Parade. Macht sie Geh lang. doch hin. Oh, muss heute aufhören. So, Ecke kommt. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Entschlossen geklärt. Niederlage von Regensburg, die war schon wieder zu viel. Jetzt die Flanke. Oh, das gibt Herrlicher es Volley! nicht. Eine Chance. Erste Tor! Wir schauen auf die Mensch. Erzielung des Tores. Sie bringen den Ball rein. Und dann das Tor aus kurzer Distanz. Das ist kein Problem. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ich hasse dieses Spiel. Ich weiß nicht, warum ich es mir jedes Jahr wieder gebe. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Warum können die anderen den Körpereinsatz und ich und meine Spieler fallen über ihre eigenen Füße? Das soll mir mal einer erklären. Das verstehe ich wirklich nicht. Chance zum Ausgleich. Kein Oh, Problem, bei die mir gehen Mörder. so Dinger nicht rein. Das ist unfassbar. Ecke in die Mitte. Da konnten sie nichts draus machen. Chance zum Tor. Oh, was macht ihr Super denn? Tackling. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. Setzt sich klasse durch. Und jetzt ein Schuss. Er geht dazwischen. Gehalten, macht er gut. Oh ja, genauso wie der da steht, stehe ich jetzt, sitze ich jetzt hier Ecke auch. kommt in den 16er. Alles Ja, wieder ja. ausgeglichen. Ja, Geht jetzt doch, bin ich Leute. gespannt, wie Sie Geht reagieren. doch. Hatten ja eigentlich bisher Oh. alles gut im Griff. Grisoldi, schön, danke. Ein Träumchen. Sie haben ja also den So, jetzt Ausgleich schauen wir mal geschafft. weiter. 1-1. Jetzt habe ich mich genug aufgeregt.
Nein, ich habe gerade schon Puls und dann fährt er immer wieder hoch. Aber mich regen so Sachen wirklich auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber auch so mit den Spielern. Da bekommt er Unterstützung. Da lässt er nichts zu. Ah, wir hätten vielleicht flanken sollen. Vielleicht die Führung jetzt. Auf ihn ist Block. Die Gelegenheit. Warum passt er nicht in die Mitte? Warum nicht? Nicht so, dass Trisoldi da komplett frei steht. Vielversprechender Vorstoß. Wichtig, dass er da klärt. Das Schlimme ist, wenn wir Aue mal hinten reinspielen, dann kriegen wir nichts hin. Jetzt kommt gleich Aue wieder mit einer Aktion. Jetzt gehen wir in die Defensive. Da kommt wieder der scheiß Querpass, da ist wieder das Tor. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Verstehe halt eben nicht, warum unsere Abwehr immer so lang braucht. Chancen auf beiden Seiten. Klasse, dicke Chancen. Immer wieder Gefahr vor den Toren. Das ist ein Spiel, das keinen enttäuscht. Doch mich. Das kostet mich jede Menge Nerv. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Er könnte das Führungstor machen. Kein Problem, ganz sicher. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Ecke kommt. Noch ist der Ball gefährlich da hinten. Ja, ist Halbzeit. 45 Minuten sind vorbei. 1-1. Wie sieht's denn aus? Oh, komisch. Vielleicht liegt es wirklich an dem Offensivding, so, dass die dann dadurch viel zu viel laufen. Das könnte echt sein. Ne? Ah. Und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Oh, die Riesenchance. Da ist der Block, aber da müssen sie weiterhin aufpassen. Thiel. Jetzt ist Platz für den Konter. Mit viel Übersicht. Oh, da renne ich immer Schuss dran vorbei. Oh, stark. Unglaublich, ist das für ein sensationeller Reflex. Und ich renne immer dran vorbei. Die Ecke kommt rein. Oh, stark. Geh doch. Stark. Das sieht vielversprechend aus. Chance zur Führung. Und dann verlieren sie den Ball. Der Angriff bringt also nichts ein. Da sind Mitspieler frei. Schön zugemacht. Rico Preisinger. Das könnte eine Gelegenheit werden. Nee, jetzt ist der Ball doch weg. Das war eine starke Grätsche. Oh, abseits. Zentimeter verhindert das Tor. Aber abseits. Und sie können es nicht fassen? War das wirklich abseits? Ja, es war abseits. Das müssen wir uns in Zeitlupe nochmal anschauen, Wolf. Guter Pack und gibt's jetzt die Führung. Der ja. Und er behält hier da ist das Ding. Und macht das Tor. Schön. Trisoldi, jawohl.
Mein Goldschatz. Da freut er sich. Aber dann gibt es auch keine Gegenwehr. Und dann fällt so ein Tor. Wir sehen es ja hier in der Wiederholung. Schläft die komplette Abwehr. Sieht man auch nicht ganz so oft. Das könnte vielleicht was werden. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Guter Steilpass hier. Macht er gut. Parade kommt aber weiter Gefahr. Damit ist die Szene. Ah, jetzt auf einmal in der zweiten Halbzeit, da haben sie zwischendurch wirklich schöne Spielzüge drin hier, Preußen. Manchmal vermisse ich die wirklich richtig, aber jetzt mittlerweile manchmal. Ja, lauf nur nicht in die Mitte, du. Ja, da läuft der Spieler mit mir mit. Aber sie nutzen diese Chance eben nicht. Aber ich glaube, es hat wirklich was mit dem Offensivspiel zu tun, irgendwie, weil jetzt sind meine Leute komischerweise. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Die Chance jetzt. Jetzt können sie nachlegen. Gibt Ecke. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Jetzt die Ecke. Ganz ja. Ein Eigentor. Danke, FIFA. Danke, FIFA. Ah, Eigentor. Kann jedem passieren. Den größten ist das schon passiert. Da gibt es nur eins. Abhaken und weitermachen. Wie gesagt, nicht schlimm. Das ist unglücklich. 3-1 heißt es also jetzt. Aber ohne Gegentor geht's echt nicht, ne, Leute. Aber wie gesagt, ich reg mich zwischendurch immer viel auf. hinter dem Mikro noch mehr. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Aber das sind doch wirklich manchmal Dinger, oder? Da könnte man doch schimmeln, jetzt mal ehrlich. Schönes Anspiel. Wie ist das bei euch so? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es bei anderen Leuten anders da ist. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie den besten Fußball spielen will, aber es kann echt nicht sein. Zum Beispiel hier. Sie stören früh. Hauptsache, ich kann nicht den Spieler wählen. Er versucht. Das sind so Dinger. Jetzt mal ehrlich, da soll mal einer ruhig bleiben. Es wird noch mal spannend. Kann den Spieler hier einfach nicht anwählen. Klasse, wie sie da ihr Spiel aufziehen. Und jetzt kommt Aue wieder rein. Den Gegner ihr Spiel aufzwingen. Ah, das ist Ballbesitzfußball. Und da fällt das Tor. Ganz enge Kiste hier. Es ist nur ein Tor. Und wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr. Den Ball geben sie jetzt nicht mehr her. Klar, oh. Das ist frustrierend und das gefällt nicht allen. Vielversprechender Spielaufbau, ob sie den wahrscheinlich letzten Angriff zum Ausgleich nutzen können. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Nee, jetzt mal ehrlich. Was sind das dann immer für Bälle? Er bekommt die Unterstützung. Spiel läuft weiter, Vorteil, gute Entscheidung. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Jawohl, stark, Leute. Aber trotzdem so unnötig wieder. Die Gegentore. Oh, Hauptsache gewonnen. Das ist schon mal viel wert. Puls kann jetzt runter. Jetzt mache ich erstmal wieder eine Pause. Jetzt gehe ich erstmal eine rauchen. Mich entspannen. Und dann schaue ich mal, ob ich noch eine Folge aufhole. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Aber ich hätte doch so gerne mal ein Spiel zu Null. Vielen Dank für diese Aussagen. So, jetzt schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Es geht gegen Halle. So, Posteingang. Ich ändere gar nichts mehr mit den Trainingsplänen. So. Wir sind jetzt nach dem Sieg hier weiterhin Dritter, ja, hinter Rot-Weiß Essen. 2 Punkte. Waldhof Erster, da haben wir schon 3 Punkte hinten dran. Aber das ist ja alles nicht viel, ne?
Jetzt spielen wir gegen Halle. Die sind 14 da. Da müsste eigentlich so von Aue her gleich sein. Da müssen wir aber eigentlich gewinnen. Dann ist bald schon Winterpause. Danach spielen wir gegen Viktoria Köln. Ja, die sind auch da unten. Und da müsste eigentlich Winterpause sein, ne? Oder? Weiß gar nicht, wie viel hier bei FIFA jetzt sind. Wo haben wir denn hier den Plan? Kalender. Ja, noch die zwei, genau. Dann ist Winterpause. Und dann schauen wir natürlich wieder auf den Transfermarkt rein. Mal schauen, ob es dahin vielleicht der eine oder andere wechseln will. Und ja, ich würde sagen, für die erste Saison ist bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir haben jetzt zwei Spiele, die sind machbar. Ah ja, die Mannschaft wollte ich mal anschauen. Ah, jetzt sind sie komischerweise fit. Nein, die sind auf jeden Fall machbar. Ich darf dann halt eben nicht mehr so offensiv spielen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.